Wir haben einen regelrechten Dschungel hier im kleinen Gewächshaus und deswegen ist es heute an der Zeit, ein bisschen die Pflanzen zu stutzen. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeigehe, werde ich von den Zucchini-Blättern gestochen und das juckt den ganzen Tag. Also schnipp, schnapp, alles kommt ab. Da kann man auch so ein bisschen seine Aggression rauslassen. Schaut mal, was für ein riesiges Zucchini-Blatt. Die grüne Zucchini hier, die werde ich gleich mit so ein paar Ringen noch befestigen am Seil, damit die nicht weiter runterrutscht. Schaut euch das mal an, wie lang die schon gewachsen ist. Und unten, das kenne ich gar nicht von Zucchini, wächst ein komplett neuer Trieb raus. Das ist auch nicht normal, oder? Sehr interessant das Ganze. Mal schauen, ob das auch Früchte trägt. Einen ganzen Eimer später sieht das Ganze dann so aus. Viel, viel weniger Blätter. Weniger Blätter heißt auch weniger Blattkrankheiten. Und man kann wieder gefahrenlos durchgehen. Die Dachbegrünung ist auch schön am Wachsen. Die Tomaten haben wir ja hochgebunden und die Kürbisse, die wachsen hier auch drüber. So können wir jetzt auch endlich wieder sehen, wo die ganzen Früchte wachsen. Und auf der anderen Seite sehe ich auch endlich die Erdbeeren wieder, die sich die ganze Zeit unter den Zucchini versteckt haben.